Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt's einen Kuchenklassiker aus der russischen Küche. Dieses Rezept wurde schon sehr, sehr oft angefragt, der Napoleonkuchen. Der Napoleonkuchen ist wirklich so ein Klassiker aus der russischen Küche. Er besteht aus vielen einzelnen Teigschichten. Die Teigschichten sind so eine Art Millefeuille, also so ein bisschen blätterteigartig. Der Blätterteig muss aber nicht geschichtet und gefaltet und getourt werden, sondern ich zeige euch gleich, wie man den super einfach herstellt. Und dann kommt da eine Creme hinein und die macht das Ganze einfach, wow, richtig lecker. Ich habe den Napoleonkuchen selbst auch schon mal gegessen, aber es ist echt schon Jahre her. Zubereitet habe ich ihn tatsächlich noch nicht, das heißt heute Premiere. Ich zeige euch mal die Zutaten für den Teig. Dafür nehme ich 500 Gramm Mehl und einen Teelöffel Backpulver oder ihr nehmt einfach 500 Gramm Backmehl. Eine Prise Salz, 250 Gramm eiskalte Butter, ein Ei und 200 Milliliter eiskaltes Wasser. Also wichtig ist wirklich, dass Butter und Wasser eiskalt sind. Am besten nehmt ihr euch jetzt einen Mixer. Und im Mixer, ich habe da diese Mixmesser mit drin. Wichtig ist nämlich, dass der Teig schön kalt bleibt. Das heißt, ihr gebt jetzt hier oben das Mehl rein. Dann kommt das Salz dazu. Und die Butter ist ganz, ganz kalt. Ich hatte sie auch noch mal im Gefrierschrank. Einfach in Würfeln dazugeben. Falls ihr jetzt keinen Mixer besitzt, könnt ihr auch zum Beispiel mit einem Teigzerhacker arbeiten, sodass die Butter schön kalt bleibt. Also am besten nicht mit den Händen kneten, weil dann wird es schon sehr weich und das wäre jetzt nicht so gut. Und die Butter soll jetzt nämlich in Stückchen noch bleiben. Also jetzt nicht komplett vermixen, sondern immer wieder auf Puls drücken. Oder eben an- und ausschalten und so weit arbeiten, dass das Mehl mit der Butter so ein bisschen verbunden ist, aber die Butter noch kleine Stückchen hat. Denn das sind später die Teigschichten oder die Butterschichten, die den Teig so aufgehen lassen. Und dann könnt ihr hier das Ei mit dem Wasser verrühren. Das mache ich jetzt einfach schon mal, dass ich den Teig nicht so lange kneten muss. Deswegen hier die Zutaten vorher verrühren. Und dann da oben dazugeben und nochmal ganz kurz durchmixen. Aber nicht so lange. Den Rest werde ich jetzt mit den Händen verkneten, aber auch hier wirklich nur ganz, ganz leicht und vorsichtig. Also ich knete hierbei gar nicht, sondern drücke den Teig einfach zusammen, sodass alles sich gut verbindet, aber trotzdem diese kleinen Butterstückchen, die man jetzt hier auch sehen kann, noch vorhanden sind. Das war's schon. Und dann nehme ich mir jetzt einen Kucheneinteiler und portioniere 12 Teile. Und die formt ihr dann jeweils zu einer Kugel. Also Hauptsache gleichmäßige Portionen. Ihr könnt auch mehrere machen, dann habt ihr mehr als 12 Schichten. Denn das ist jetzt im Prinzip das, was auch am aufwendigsten ist, dass man eben diese Schichten einzeln backen muss im Ofen. Aber dafür hat man eben dann diese tollen Schichten in der Torte. Das lohnt sich schon auf jeden Fall. Das hier einfach zu Kugeln zusammenfassen. Gebe ich jetzt hier einfach in eine Schüssel rein, kann sie abdecken und dann kommen die für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank, damit der Teig noch mal schön kalt werden kann. Und die Zeit kann ich nutzen, hier kurz aufräumen und dann schon mal die Füllung vorbereiten. Dafür nehme ich 200 Gramm Milch, 30 Gramm Stärke, etwas Vanilleextrakt, zwei Eigelb, eine Dose Kondensmilch, das ist so eine gezuckerte Karamellkondensmilch und 300 Gramm weiche Butter. Ihr seht jetzt auch schon, dass ich keinen Zucker hier habe, weder im Teig noch in der Creme. Der einzige Zucker, den ich habe, ist praktisch in der Kondensmilch und der Zucker reicht auch. Also die ist wirklich sehr, sehr süß und es gibt eine Kondensmilch, die ist einfach nur gezuckert und es gibt diese Karamellkondensmilch. Und mit der Karamellkondensmilch ist der Geschmack schon noch mal ein bisschen besser. Jetzt gebe ich hier ein bisschen Milch rein, dann die Stärke, Vanilleextrakt, muss natürlich.
Im Original, ich weiß, ist kein Vanilleextrakt, aber das ist jetzt die Sally-Version. Da kommt Vanilleextrakt rein. Dann die Eigelbe. Jetzt kurz Klümpchen frei verrühren. Und jetzt wirklich die ganze Zeit rühren, sonst gibt es Klümpchen. Falls ihr übrigens eine Kenwood habt, so eine Cooking Chef mit Hitzefunktion, dann könnt ihr den Pudding auch direkt darin kochen. Am besten dann auf 90, 95 Grad stellen und die Maschine einfach rühren lassen. Dann müsst ihr nicht am Herd stehen und ständig rühren. Es kann nichts anbrennen, nichts überkochen, es entstehen keine Klümpchen, weil hier am Herd muss man schon ständig rühren und aufpassen, aber für einen kurzen Moment ist es auch okay. Das kocht jetzt auch gleich und dann geht es auch echt relativ schnell. Also passt da wirklich gut auf. Wie geht's eigentlich dem Vogel? Kam mal ein Update von oben? Ja. Heute schon ist ein Vogel wieder gegen die Scheibe geflogen. Und dann lag der da. Und jetzt haben wir den in so einen Karton mit Löchern rein, auf ein Tuch. Der hat sich nämlich nicht mehr bewegt. Und wir hoffen, er fliegt wieder weiter. Vielleicht ist er nur in Schockstarre. Aber wir mussten ihn vor Muffin retten, deswegen mussten wir ihn vom Boden wegnehmen. Sonst kommt meine kleine Raubkatze und raubt sich den Vogel. Also am Ende müsst ihr wirklich aufpassen bei so einem Pudding. Da kocht er wirklich sehr schnell. Und wenn der Pudding dann einmal aufgekocht hat, dann ist er fertig. Kann es passieren, dass sich Klümpchen gebildet haben. Das ist gar nicht schlimm. Dann streicht ihr ihn einfach durch ein feines Sieb. Und ich mache das jetzt hier direkt auf so einen Emai-Teller. Da kühlt er nämlich auch recht schnell ab. Emai besitzt nämlich die Fähigkeit, die Temperatur sofort abzugleichen und abzuleiten. Hier einmal durchstreichen. Und hier auf dem Teller kann der Pudding jetzt schön abkühlen. Und ich kann in der Zwischenzeit hier schon mal die Butter verrühren. Und die ist jetzt auch schön weich. Das sieht man jetzt hier ganz gut. Und da gebe ich dann gleich die Karamell-Kondensmilch dazu. Okay, das sah jetzt sehr unästhetisch aus, aber ist okay. Der Kuchen sieht später gut aus. Jetzt einfach schön verrühren. Und wenn die Butter dann weißcremig ist, kommt die Karamellcreme dazu. Ihr seht die hier jetzt auch schon. Ja. Wartet mal, die muss ich kurz durchrühren. Einmal durchrühren und checken. Die normale Kondensmilch, die gezuckerte, ist ein bisschen dickflüssig und die hier ist schon relativ fest und die ist echt ganz gut. Ich glaube, der Murat mag auch, dass das eine Karamellcreme wird. Und diese Kondensmilch und die Karamellkondensmilch, die gibt es eigentlich in gut sortierten Supermärkten, entweder in der russischen Abteilung oder auch mittlerweile in der normalen Backabteilung. Da könnt ihr mal schauen und da gibt es einfach auch verschiedene Marken, die ihr nehmen könnt. Achtet nur wirklich drauf, dass es die dickflüssige ist. Und das erkennt man natürlich außen an der Verpackung nicht, aber da steht dann eben drauf entweder Karamellkondensmilch oder gezuckerte Kondensmilch. Und das ist wichtig, denn die normale Kondensmilch ist zu flüssig und dann wird eure Creme nicht fest. Also kurz weißcremig rühren. Und die Kondensmilch und dann den Pudding dazu rühren. Die Buttercreme ist fertig. Und sie sieht wundervoll aus. Guckt mal, richtig schön geschmeidig. Tolle Farbe. Und die stelle ich jetzt abgedeckt zur Seite. Nicht in den Kühlschrank, die soll jetzt nicht kalt werden, die darf ruhig weich bleiben. Und der Teig ist jetzt mittlerweile auch gekühlt, das heißt, jetzt geht's ans Schichtenbacken. Das dauert jetzt leider am meisten Zeit. Fräulein, du stehst auf meinem Platz. Ist egal. Komm, rutsch mal da rüber. Und immer, Achtung, warte, nochmal hoch, nochmal hoch.
nehmen wir den Hocker, genau, bis zum Anschlag. Sind die Hände gewaschen? Ja. Zeig. Ja, mit Seife. Das brauchen wir. Heiß. Okay, der Teig ist jetzt kalt und jetzt werden die einzelnen Teige ausgerollt. Mama? Ja. Kann es sein, dass du Mochi-Eis machst? Ich mache auch Mochi-Eis, ja. Aber es ist ein anderes Video. Jetzt einfach mit wenig Mehl. Warte, ich zeig dir das erstmal. Und ich roll ja, ich auch. Weiß. Nee, der darf jetzt nicht weich werden. Nein, nicht kneten. Mit wenig Mehl ausrollen und am besten direkt auf einer Backfolie. Relativ dünn. Lachst du mich aus? Ja. Ich werde jetzt auch diese Abstandsringe noch wegnehmen. Okay, Ella ist da, es wird lustig. Dann läuft es immer nicht nach Plan. Willst du eigentlich auch mal was, wieder was backen? Ein eigenes Rezept? Ja. Ja, was denn? Schokokuchen mit Sahnehäufchen und Erdbeeren. Schokokuchen mit Sahnehäufchen und Erdbeeren, okay. Aber es ist gerade keine Erdbeerzeit. Egal. Egal. Ich kaufe einfach ein Blumen. Ach, Ella. Was ist eigentlich, wo die kleinen Dinger sind? Die kleine Rolle? Ja, ich suche gleich. Also ihr seht schon, der Teig lässt sich wunderbar ausrollen und ihr arbeitet da jetzt wirklich mit wenig Mehl und rollt ihn aber so dünn es geht aus. Darf ich das haben? Ja, wartet, das muss gleich in den Backofen. Ich meine das. Ach so, zum Ausrollen? Ja. Ja, jetzt watsch mal ganz kurz. Boah, der ist aber relativ dünn. Ja. Hä? Macht man das so dünn bei Mochi-Eis? Nein, das ist jetzt eine Napoleon-Torte. Macht man es bei Mochi-Eis auch so? Ich will es nicht machen. So, gib mal da drauf. Dann brauche ich deinen Platz. Okay. Komm rüber. Warte, warte, langsam, nicht so schnell. Guck mal immer ein bisschen. Wir wollen ja einen Kreis und nicht Italien. Und damit wir nicht Italien bekommen, müssen wir den Teig immer mal drehen. So. Hä, was meinst du mit Italien? Das sah schon aus wie so ein Stiefel, wie die Landkarte von Italien. Guck. Und jetzt drehen und jetzt nochmal drüber. Ja, stopp. Und dann immer einmal vor, einmal zurück. Warte, immer gucken, dass drunter Mehl ist. Das ist aber jetzt ein russischer Kuchen. Was? Da wäre es schlecht, wenn wir jetzt eine Italienkarte machen. Wenn, dann müssen wir die Russlandkarte formen. Nee, wir machen Italien. So, nochmal. Und mit Gefühl. Guck mal, gar nicht drücken. Immer nur mit Gefühl. Weil der also Gefühl für den Teig. Ja. Weil so hätte der Teig ein Gefühl. Ja. Das sieht aus wie Italien. Jetzt sieht es aus wie Deutschland. Jetzt sieht es aus wie Italien. Ich kann nicht. Jetzt sieht es aus wie Russland. Ja? Ist jetzt wie Russland? Ja. Dann haben wir die perfekte Form erreicht. Und ich wollte sagen, der Ausrollstab hat ja auch ein eigenes Gewicht. Deswegen muss man gar nicht drücken. Also du kannst dir die Kräfte sparen. Für den Teig. Ja, und guck, jetzt ist wieder schön dünn. Und nächster Teig. Ja, so dünn wie Papier, fliegt fast weg. Aber jetzt gucken wir mal, wie groß das ist. Und ich denke, wir stechen es jetzt auf 22 cm aus. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, kriegen wir hin. Genau, guck mal. Da passt noch nicht ganz. So? Yep. Passt? Ja. Ich will drücken.
Ja, drück mal. Oh nein, nicht bewegen. Und den Rest drumherum lassen wir aber liegen. Denn das werden später die Krümel. Die brauchen wir so. Ich hol was. Ja? Oh, was holst du jetzt schon wieder? Ich habe Angst. Also, ihr nehmt praktisch euren Teig und schaut immer, dass ihr ungefähr auf die gleiche Größe kommt. Dann ausstechen. Geht auch mit einem Teller. Da braucht ihr jetzt keinen Tortenring dafür. Ganz vorsichtig. So bekommt der Teig schon mal eine schöne runde Form. Und drumherum lassen wir aber alles liegen, denn das brauchen wir später für die Krümel. Und jetzt kommen die ersten schon mal in den Backofen. Den habe ich schon vorgeheizt auf 190 Grad Heißluft. So kann ich zwei Stück immer gleichzeitig backen. Und in der Zeit mache ich die übrigen. Das Kind bringt mich total aus dem Konzept. Nein, nein, die brauchen wir hier. Ich wollte das machen. Das können wir gleich mit einem anderen Teig machen, aber nicht mit meinem Napoleon-Teig. Kennst du Napoleon Bonaparte? Meinst du Nee, ich meine nicht Sanapart. Napoleon Bonaparte. Nö. Nö, ne? Das lernst du im Geschichtsunterricht bald. Gehst du schon zur Schule? Ich mach mal 6 Minuten und schau einfach, ob sich die Farbe schön verändert. Goldbraun sollten sie sein. Nicht zu dunkel und nicht zu hell. Das heißt, es kommt ein bisschen auf euren Backofen drauf an. Ja, was schaust du? Okay, Ella ist weg. Jetzt gibt es einmal eine richtige Anleitung. Die ist kurz drüben. Hat gesagt, sie kommt nicht mehr. Okay. Also ein bisschen Mehl nehmen. Und dann den Teig schön dünn ausrollen. Und ich mache das jetzt auch direkt auf der Dauerbackfolie. Ihr könnt auch Backpapier verwenden. Es ist einfach nur wichtig, der Teig wird ja gleich so dünn gerollt, dass ihr ihn einfach nicht mehr wegbewegen könnt. Das heißt, einfach direkt auf der Unterlage ausrollen, auf der ihr es backen werdet. Und ich habe eben schon einen Schritt vergessen, nämlich den Teig einzustechen. Das ist ganz wichtig, dass der sich nicht wälzt im Ofen. Aber sobald die Ella dazu kommt, das bringt mich manchmal ein bisschen aus dem Konzept. Die ist nämlich so lustig und hat immer Quatsch im Kopf, dass ich aufpassen muss, dass sie nicht mich und andere hier im Raum gefährdet und sich selbst nicht in Lebensgefahr bringt. Und jetzt einfach mit einer Gabel oder mit einer Teigkarte einstechen, damit der Teig beim Backen schön flach bleibt. Und dann nacheinander backen. Ich backe immer zwei gleichzeitig, dann spare ich ein bisschen Zeit. Und Nummer 12. Ich habe es geschafft. Ich habe es gebacken. Es geht auch echt relativ. Es ist ein einfacher Kuchen, aber es ist natürlich zeitaufwendig. Ich meine, ich habe jetzt hier mit zwei Backöfen parallel gearbeitet. Immer zwei Teige, jeweils 10 Minuten.
Das heißt, das sind 12 Bleche, 6 mal 10 Minuten. Wenn ihr einen Backofen habt, dann seid ihr ungefähr eine Stunde am Backen. Wenn ihr zwei habt, eben nur eine halbe Stunde. Aber ja, Zeitaufwand ist da, man muss halt viel warten, aber der Rest geht eigentlich. Und ich habe jetzt immer gleich das Blech drunter weggezogen, damit der Teig schnell abkühlt. Das geht nämlich echt relativ fix. Und dann könnt ihr die hier schön abkühlen lassen und diese übrigen Teile hier aufbewahren. Und jetzt geht's los mit dem Schichten der Torte. Und wenn ich jetzt die ersten Schichten mache, bis dahin ist dann das auch kalt und dann passt das. Also hier immer ein bisschen was von der Buttercreme nehmen und drauf streichen und den nächsten Kuchen oben drauf setzen. Jetzt ist der Kuchen gefüllt und die übrige Creme streicht ihr jetzt einmal noch oben drauf. Und bevor ich dann aber mit dem Dekorieren der Torte weitermache, stelle ich sie in den Kühlschrank, weil ihr seht ja jetzt auch schon, das verrutscht immer noch so ein bisschen. Und dann lasse ich den Kuchen abgedeckt im Kühlschrank ruhen für etwa eine Stunde. Dann wird die Butter schön fest und dann kann ich ihn ausdekorieren. Ich muss sagen, wenn ich jetzt nicht die Originalversion machen wollen würde, dann hätte ich jetzt schon noch so ein bisschen Krokant mit reingepackt oder andere Zutaten, die dem Ganzen nochmal einen intensiveren Geschmack geben. Aber ich glaube, das wird auch so bestimmt sehr lecker. Noch ist er schief, aber den kriege ich schon gerade. Jetzt ist die Torte gut durchgekühlt, damit sie jetzt auch am Rand schön glatt wird, denn sie ist mir nicht glatt genug. Werde ich sie noch mal zuschneiden, einmal so ansetzen und dann hier einfach wegschneiden. Das ist die Portion zum gleich vernaschen. Und jetzt kann mit der übrigen Creme alles glatt gestrichen werden. Wenn die Torte dann einigermaßen, die muss jetzt nicht komplett glatt sein, wird jetzt keine Motivtorte, aber wenn sie jetzt einigermaßen glatt ist, dann gebt ihr sie in den Kühlschrank, bis auch jetzt die äußere Schicht Buttercreme fest ist. Und in der Zwischenzeit kann ich mich schon mal um die übrigen Kekskrümel kümmern. Die müssen nämlich zerbröselt werden. Und dann sieht man auch gleich nicht mehr, dass sie ein bisschen schief ist. Das macht hier echt gar nichts. Auch wenn es gegen mein Monk-Dasein spricht. Ich packe da jetzt ein bisschen von dem Weggeschnittenen weg, dass ich es ausgleichen kann. Und jetzt Kekse zerbröseln! Ich muss aber sagen, dass mir das gleich, glaube ich, zu langweilig wird, so mit den Bröseln. Ich werde noch Krokant dazu geben, weil ich glaube, jetzt schmeckt ja das Ganze eher neutral und nach Karamellbuttercreme. Gut, das Siamak würde jetzt schon schreien, juhu, der mag nämlich Buttercreme. Aber ich mache noch Krokant dazu, oder? Machen wir schon. Bisschen schon so eine Sally Edition. Ich hätte auch noch Krokant innen rein gemacht. Aber wollte es jetzt nicht zu abgefahren machen. Okay, jetzt habe ich hier meinen Krokant und vermische den mit den Kuchenbröseln. Und dann werden die an die Torte dran gedrückt. Einfach hier mit so einer Teigkarte oder mit den Händen, ihr könnt auch mit den Händen arbeiten, so schön dran drücken. Perfekt!
Der Napoleonkuchen ist fertig und ich werde ihn jetzt auf eine Tortenplatte setzen. Der muss jetzt eigentlich noch normalerweise durchziehen für etwa 4 bis 6 Stunden, damit die Böden die Buttercreme schön aufnehmen können. Gern auch über Nacht, also das könnt ihr auch gerne über Nacht kühl stellen. Ich muss mal gucken. Ich glaube, wir schneiden ihn gleich an. Ich glaube, wir halten es nicht durch bis morgen. Ja, wir schneiden ihn gleich an. Schön. Die Napoleon-Torte ist fertig und heute darf ein richtiger General probieren. Joshua Rittlinger, der Erste. Ich bin General überholt. Ich wollte gerade sagen, das war keine Kriegsverletzung, aber man könnte schon, nee, es ist, ja. schon auch. Ja. Ja. Ich habe mir auch verletzt, gemacht. Aber wieder da. Ja, ja. Napoleon-Torte. Ganz so schlimm ist es jetzt nicht. Aber schon doch, Knie-OP. Ja, aber jetzt ist er wieder zurück. Ja. Schont sich noch ein bisschen, aber es wird. Genau. Es ist heute das erste Mal, gell? Ja. Dass ich tatsächlich was probiere und nicht weiß, was es ist. Stimmt, weil du es nicht gefilmt hast. Drehe ich es ja immer. Ja, denn wir haben hier hinter der Kamera die bezaubernde Anna. Genau, die mich heute mal liebenswert ablöst, dass ich da nicht den ganzen Tag stehen muss. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also normalerweise lässt man... Ich weiß gar nicht, was das ist, Napoleon-Torte. Ja, das wirst du jetzt erfahren, du als Kaiser Napoleon. Aber gut, Napoleon hatte jetzt nicht so den besten Ruf, deswegen vergleiche ich dich jetzt nicht mit Napoleon. Geschichte. War das nicht so ein Diktator? Schon so ein bisschen so ein... Boah, ich sag da gar nichts dazu. Da kann ich mich nur blamieren. Also ich auch nicht. Ich habe es vorher bei Wikipedia gegoogelt. Oh, hätte ich auch. Ach, Mann. Sagt man das so bei Wikipedia gegoogelt? Eigentlich nicht, weil... Nachgeschaut. Nachgeschaut. Nachgelesen, nachgeschlagen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mal den Gründer von Wikipedia getroffen. Echt? Ja. Okay. Also normalerweise lässt man sie noch eine Nacht durchziehen, damit die Schichten weich werden. Aber macht es nicht oft. Oh. Oh. Oh, nice. Oh. Oh. Die ist ja so übelst gestapelt. Ja, 12 Schichten Torte. Krass. 12 Schichten Teig. Woher kommt dann der Name? Ich frag nicht so viel. Okay, ich probiere einfach. Ich probiere. Das ist ein russisches Rezept mit Kondensmilch. Okay. So. Ich weiß, dass viele auch diese Milchmädchen, die heißt so, diese Milchmädchenmilch da. Diese kenne ich. Ja, probier mal. Das sind so mehlföhige Schichten. Okay, man muss sie über Nacht durchziehen lassen. Ja. Ich sehe schon. Aber ich muss sagen, dann hat die. Ich probiere mal, du darfst auch abspeisen. Darf ich? Ja, ja. Oh. Mm. Mm. Hm. Es hat einen großen Vorteil, wenn die nicht durchgezogen ist, dann ist sie halt mega crunchy noch. Boah, ne? Wie nice ist die bitte. Oh. Das war krokant. Gedacht, okay. Schon kurz Angst gehabt, dass da so ein, so ein Kirschkern drin ist. Das ist ja so der Klassiker. Ich bin immer Kirschkuchen, ein Kirschkern drin, Speis drauf. Boah, lecker. Boah, mega lecker, übel. Boah, mit der Karamellcreme. Boah, das ist genau meins. Das wäre voll Sarahs Torte. Also crunchy auf jeden Fall. Ja, und aromatisch. Aber voll lecker. Ich habe echt kurz gedacht, mir fehlt was, weil so Teig und Buttercreme. Was fehlt? Okay. Das ist echt, boah. Jetzt ist ja mal eine krasse Hochzeitstorte. Eine, die so schmeckt. Crazy. Sind die Böden so verschieden, also gemischt oder so alle gleich. Böden die gleichen? Voll. Hammer. Ist die arg aufwendig? Ich war jetzt nicht. Also man muss halt 12 Böden backen. Das ist so das Zeitaufwendige. Aber es ist einfach. 12 Böden backe ich auch immer. Ist einfach. Okay. Einfach? Okay. Aber zeitaufwendig. Man backt halt so eine Stunde am Stück. Okay. Oder eine halbe Stunde, wenn man 2 Öfen hat. Ich würde sagen, lohnt sich. Lohnt sich definitiv. Lohnt sich wirklich. General
geprüft. Ja, General Joshua Ripplinger der Erste hat geprüft. Ja. Torte für gut befunden. Sehr gut. Bekomme ich eine Abzeichnung? Auszeichnung? Auszeichnung. Oh, guck mal, ich hab hier noch, ich mach noch ein Siegerfoto, okay? Weiß nicht warum, ich habe meine Kamera dabei. Komm, okay. Ich mache ein Siegerfoto von dir. Mit der Torte? Mit der Torte. So. Und einmal lächeln. Okay, krasse Kamera. Das war's? Das war's schon. Die ist könnte fast aus der Zeit stammen. Die ist schon über 60 Jahre alt. Cool, richtig schön. Ja. Also, dann probiert das Rezept gerne mal aus. Ich fand's hammerlecker, also wirklich wahnsinnig gut. Falls ihr noch weitere russische Spezialitäten oder andere Spezialitäten kennt, die ich unbedingt mal nachmachen soll, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Russisch? Russisch. Hast du mal was aus der russischen Küche gegessen? Nee. Also Pelmeni habe ich schon mal gemacht. Mante gibt es da ja auch, so wie im Türkischen. Ich wollte gerade sagen, ist ja schon so ein bisschen ähnlich. Aber falls ihr noch weitere Rezepte kennt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Watruschki waren doch. Watruschki! Watruschki waren doch, waren doch die Shredded Brothers da. Ich glaube, das war die einzige russische Küche. Stimmt. Bei dir. Ja, in Sallys Welt. In Sallys alles Welt. International. Da gibt's alles. Ja. Also, bis alles bald. Lecker. Tschüss. Tschüss. Oh nee, warte. Komm, ich trag das. Nee, das nimm geht du die schon. Krücken. Geht's? Es geht. Jesus. Oh Josh, komm nochmal zurück. Komm nochmal zurück. Ich kenn noch was. Auf Russisch. Okay. Was kennst du auf Russisch? Ein russisches Kinderlied. Oh Gott, muss ich jetzt mitsingen? Ja, also zum einen kenne ich ein Schlaflied. Ja, zum einen kenne ich ein Schlaflied. Bayou, Bayou, Dick Bayou. Aber das ist ein anderes. Julia hat mir eins beigebracht. Ach, die ist... Julia ist Russin. Und zwar? Stimmt. Kalinka, 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 Maya. Sarja, du Kalinka, Kalinka, Maya. Das singen sie über eine Himbeere. Was? Doch. Und dann sehe ich schon, wie sie so tanzen. So. Ja, das wollte ich gerade machen. Kakaling, kakaling, kamaya, sariade, kakaling, kakaling, kamaya. Stellt es euch einfach vor, okay? Das ja. Ich mache gerne Russenhocke. Immer. Auf stimmt, allen, auf aber nicht Fotos. Jetzt. Jetzt nicht mehr. Ja. Es hat sich ausgerussenhockt. Ja, okay. Ja. Ich wollte euch nur noch das Kinderlied vorsingen. Das ist schön. Tschüss. Und das Lied von der Himbeere. Ja. Samira und Ella haben geht's tatsächlich... Geht der Himbeere noch gut? Welcher? Die aus dem Lied. Ich glaube schon. Okay. Ich habe draußen auch Himbeeren am Strauch. Den geht's auch. Samira gut. Und Ella können tatsächlich auch ein bisschen Russisch, weil sie sich immer gern Mascha und der Bär auf Russisch angeschaut haben. Oh, das ist voll und gut so. Und dann dieses Sprachen Lied, dieses. Ja, Samira kann das auswendig. Bayou, Bayou, Stig Bayou. Und dann geht's halt weiter. Nirlata, geht dann da. Das finde ich voll cool. So, ja. So Serien, ja. Filme auf so anderen Sprachen. Dann lernt man das ein bisschen was dabei. Und Samira hatte tatsächlich die ersten 3 Jahre ihres Lebens einen russischen Akzent, weil unsere Nachbarin, die Charlotte, war halt Russin. Und die hat mit ihr immer gespielt. Und dann kam Samira und hat jahrelang das R so gerollt. Das hat die echt bis zur Schule nicht weggekriegt. Das war schon witzig. Das ach war Gott, süß. Ja. Die sind da so zusammen aufgewachsen. Das kann ich mir bestens vorstellen. Ja. Und die Charlotte kam immer jedes Jahr zu Weihnachten. Samira. Immer, frohe Weihnachten. Immer so die Hand so ausgeschüttet. Frohe Weihnachten. Naja, gut. Jetzt essen wir unsere Napoleon-Torte und machen jetzt aus. So. Tschüss. Kalinka, 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 Maya, Sadia, Kalinka.